16:50 Uhr nicht alles auf unseren Bildschirmen geändert. Ich glaube, wir sind da ein bisschen freizügiger geworden, toleranter, weniger prüde. Naja, also vor 30 Jahren war das alles noch ganz anders. Da wäre eine Szene wie diese durchaus möglich gewesen. Meine Damen und Herren, ich singe Ihnen jetzt eine der schönsten Perlen deutschen Liedgutes. Waldeslust im Originaltext. Darf ich bitten? Waldeslust. Nein, nein, unmöglich, also geht ja auch gar nicht. Ja, schon. Wieso schon? Sind Sie ja nicht schon lange? Ja, doch. Ach, Herr Alexander, Sie haben früher immer so reine, so saubere Lieder gesungen. Ach, wie zum Beispiel unsere Nachbarn in Kirschners Garten. Oder hier ist ein Mensch, der will in die Kneipe. Und jetzt sowas. Naja, also ich bitte, dieses Lied ist vollkommen harmlos. Warten Sie. Na bitte, hören Sie es doch einmal an. Also. Waldeslust. Aber Herr Alexander, Lust auf dem Bildschirm. Was sollen da die Kinder denken? Ja, das geht nicht. Naja, was mache ich dann mit der Lust? Unterdrücken Sie sie. Oder noch besser, ersetzen Sie sie durch ein anderes Wort. Naja, wie wär's zum Beispiel mit Waldesfreud? Das klingt ja noch unanständiger. Da denkt man doch an Sigmund Freud. Dann erleben Sie irgendein Wort, das wir ein besseres gefunden haben. Wie wär's denn mit Buin? Wie bitte? Buin! Oder hätten Sie lieber für die Ralala? Nein, bitte. Na dann versuchen Sie es mal mit Buin. Bitte, wie Sie wünschen. Waldesboin. Schon besser. Waldesboin. Sagen Sie mal, stottern Sie? Nein, aber das kommt zweimal. Ach so, dann weiter, ja. Oh, wie einsam schlägt die Brust. Brust? Ich höre wohl schief. Also, Ihr Kollege Heino würde nie eine Brust, ich meine, ein solches Wort in den Mund nehmen. Nein, nein, lassen Sie die Brust raus. Was schreiben Sie denn da? Ich habe ja gesagt, Brust raus. Aus dem Lied natürlich. Vielleicht ginge Oberweite. Oder noch besser klassisch Büste. Ach ja, Büste ist sehr hübsch. Versuchen Sie es mal. Oh, wie einsam schlägt die Büste. Stopp! Warum halten Sie denn die Büste so lang? Halter! Außerdem geht das nicht, das wäre dann zwei. Büsten? Nein, Silben! Also versuchen Sie es doch mal mit Hoi. Waldesboi. Sehr gut. Waldesboi. Ausgezeichnet. Oh, wie einsam schlägt die. Schlägt? Das weckt ja sadistische Triebe. Nein, auf dem Bildschirm wird schon genug geprügelt. Das sind ja keine Unterhaltungssendungen mehr, das sind Schlägerparaden. Vielleicht versuchen Sie mal, oh, wie einsam pfeift. Also entschuldigen Sie vielmals, das ist ein Volkslied und kein Bronchialkatar. Das heißt, es hat pfeift. Vielleicht, naja, vielleicht piept. Bei Ihnen piept's wohl, was? Das ist eine Unterhaltungssendung und keine Piepshow. Aber einigen Sie uns doch vielleicht mal auf Port. Na, mitten ins Eiweiß. Oh, wie einsam pocht. Verzeihung, heißt jetzt der Boeing oder das Boeing oder wie? Die Boeing natürlich. Wie Boeing 737.
Oh, wie einsam pocht die Boy. Sehr gut, weiter so. Ihr lieben Vögelein. Na, das geht ja auf gar keinen Fall. Ja, bitte, was geht da nicht? Na, das Wort lieben. Da muss man doch auf dumme Gedanken kommen. Ja, bitte, haben Sie vielleicht recht. Also, ihr Boing-Vögelein. Sehr entzückend. Stimmt euer Lied ein. Lidl ist süß. Und singt aus voller Brust. Was denn? Schon wieder eine Brust? Ja, insgesamt zwei, ist doch ganz normal. Also wenn es drei wären, da wäre ich auch stutzig. Und singt aus voller Boing die Waldesboing. Wunderbar. So, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ja, leider, leider. Ja. Ich werde nämlich von einem reizenden Herrn erwartet. Zum Essen? Doch nicht zum Essen. Ja, zu was denn sonst? Zum Boing, Boing.